Hanfsamenbrot. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen ein Hanfsamenbrot. Wieso Hanfsamen? Hanf hat etwa 20-35% Proteinanteil und ist reich an Vitamin B, E, viel Kalzium ist drin, Magnesium und Ballaststoff und natürlich auch Eisen. Was brauchen wir dazu? 400 Gramm Weissmehl. Das sieben wir in eine Schüssel. Dann brauchen wir 100 Gramm Vollkornmehl, 10 Gramm Salz, 8 Gramm Hefe, 350 Milliliter Wasser. Das sollte Zimmertemperatur haben. Und 50 Gramm Hanfsamen. Zuerst geben wir die Hefe zum lauwarmen Wasser und dann hier drinnen auflösen. Das Weissmehl geben wir in die Schüssel sieben, geben das Vollkornmehl, die Hanfsamen und Salz dazu und dann das gut vermischen. Dann geben wir das Wasser-Hefe-Gemisch dazu und dann das von Hand etwa 2 Minuten kneten. Dann legen wir den Teig mit Klarsichtfolie zudecken und lassen ihn 3 Stunden bei Zimmertemperatur gehen. Dann nehme ich ein Gärkörbli, tue es gut mit Vollkornmehl ausstreuen. Wer kein Gärkörbli hat, kann es dann nachher auch einfach wieder zurück in die Schüssel legen. Dann legen wir den Teig auf ein bisschen Vollkornmehl und ihn bestreuen. Drücken ihn ein bisschen flach, ihn falten, wieder ein bisschen dehnen und falten. Das Ganze machen wir 3-4 Mal. Also 3-4 Mal ringsherum. Dann wirken wir den Teig schön rund wirken und legen ihn nachher umgekehrt ins Gärkörbli. Da ist mit Klarsichtfolie zudecken und lassen es nochmal eine Stunde stehen. Dann nehmen wir ein Töpfchen mit Deckel, stellen das in Kaltofen und heizen den Ofen auf 250 Grad Ober-Unterhitze vor. Wer kein Töpfchen hat, kann das natürlich mit einem Blech machen. Dann würde ich noch ein zweites Blech unten reinschieben. Und sobald das Brot reinkommt, nachher ein Glas Wasser drauf. Dann ist der Teig noch mal schön aufgegangen. Nehmen wir das Töpfchen aus dem Ofen, stürzen den Teig da rein und schneiden ihn über Kreuz schön ein. Mit einem scharfen Messer. Kann man natürlich auch auf einem Backblech machen. Dann den Deckel drauf und eine halbe Stunde in die Mitte vom Ofen stellen. Wer es aufs Backblech tut, das zweite Backblech, das unten drin ist, ein Glas Wasser drauf schießen. Nach einer halben Stunde das Blech rausnehmen, beim Töpfchen nach einer halben Stunde den Deckel weg, die Temperatur auf 220 Grad reduzieren und noch eine halbe Stunde fertig backen. Wenn es aus dem Ofen kommt, nehmen wir es aus dem Töpfchen. Dann ist auf einem Gitter komplett auskühlen und fertig ist unser Hanfsamenbrot. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.